Hallo allerseits, ich bin heute auf der Heim und Handwerk in der Halle A2. Ich bin jetzt gerade am Design Startup Stand und hier ist ein ungewöhnlicher Schreibtisch zu sehen. Ein Schreibtisch ohne Füße. Den hat die Firma Floating Office vorgestellt. Das ist ein Startup Unternehmen. Das sind 3 ehemalige Studenten, 2 Maschinenbauer und ein Wirtschaftsingenieur, ein Mechatroniker, das ist hier Philipp Oberrath aus Darmstadt. Der wird mir jetzt hier zeigen, warum dieser Schreibtisch keine Füße hat. Genau. Wir haben statt Füße haben wir Seile und der Schreibtisch ist an der Decke mit Seilen befestigt. Und warum das Ganze? Das machen wir, damit wir, wenn man den Schreibtisch nicht mehr benötigt, kann man den Schreibtisch eben komplett unter die Decke ziehen. Und gerade in Zeiten von hohen Mietpreisen, wo jeder Quadratmeter sehr, sehr viel kostet, sehen wir einfach Potenzial in optimaler Flächenausnutzung. Der Schreibtisch hat also jetzt Standard-Schreibtischgröße? Genau, der ist 1,60 auf 80. Und den kann man jetzt hochfahren? Der ist also jetzt momentan auf 80 cm Höhe. Minimal geht es, glaube ich, 70. Und in einem 3 Meter hohen Raum, haben Sie mir vorhin schon verraten, kann man wirklich auf bis zu 70 cm runterfahren. Genau. Und wenn ich dann meine, kann ich meine Höhen einstellen. Ich kann ganz normal stufenlos zwischen Sitz und Steh wechseln. Genau. Und eben. Und das Ganze kann ich jetzt nicht nur per Tasten, sondern auch mit einer App? Genau, wenn ich eben den Tisch unter die Decke fahren möchte, dann kann ich das per App machen, dass ich eben nicht die ganze Zeit auf den Knopf drücken muss. Man kann mir Lieblingshöhen einspeichern. Wie kommuniziert die App? Per Bluetooth oder per WLAN? Genau, ist per Bluetooth. Und genau. Die Materialien für diesen Schreibtisch, das ist hier eine Buche Multiplex-Platte? Absolut, genau. Multiplex beschichtet mit einem Werkstoff aus Italien, der nennt sich Phoenix. So knapp 30 mm dick, ungefähr das Ganze. Und hier etwas dicker insgesamt aufgedoppelt, da ist die ganze Elektronik und Technik drin. Genau, also die ganzen Seile werden in den Tisch gezogen, dass man an der Decke eben nur 4 Aufhängepunkte braucht. Und genau, per Knopfdruck verschwindet das Ganze unter der Decke. Bietet sich an, dass man vielleicht irgendwann sogar eine Leuchte mit reinpacken könnte. Genau, Leuchte ist in Entwicklung aktuell. Wird als nächstes kommen. Ja. Können wir das nochmal runterfahren und Sie können mir nochmal ein bisschen was zu den Motoren erklären und zur Stabilisierung. Das ist ja wahrscheinlich eine Riesenherausforderung, weil ja so ein Schreibtisch im Normalfalle, wenn er irgendwo am Boden steht, schon ein bisschen wackelt normal. Und wenn er jetzt an Seilen hängt, bei langen Seilen, dann würden die ja auch eigentlich wackeln, wenn ich mich drauf lehne. Absolut. Die meisten Leute assoziieren das Ganze auch erstmal mit einer Schaukel. Aber durch diese Verspannung hier, durch dieses X, können wir eben den Tisch so verspannen, dass er eben stabil wird und man kann ganz normal dran arbeiten. Und hier wackelt es leider wegen dieses Gestells ein wenig, aber wenn es direkt an der Decke ist, wackelt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Genau. Und die Seile selber, von wie vielen Motoren wird das Ganze gesteuert? Und, genau, also insgesamt sind 8 Antriebe in dem Tisch verbaut, die ganzen Seile in den Tisch ziehen. Und das heißt, 2 für die beiden Seiten zum Hochheben. Und dann für die jeweiligen Verspannungen auch nochmal jeweils 2 Motoren. Genau. Damit ich die Diagonalverspannung habe, damit ich das eben stabil bekomme. Absolut, korrekt, ja. Und die Idee, wie lange entwickeln Sie an dieser schon? Gestartet ist das Ganze vor 3 Jahren als Universitätsprojekt zwischen Maschinenbauern und Designern. Und da hatten wir eigentlich gar nichts groß im Kopf. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Es gab erste Interessenten, erste Kunden und wir haben das jetzt seit 1. November zur Marktreife eigentlich entwickelt und sind jetzt gerade auf großer Deutschlandtour. Das Ganze wird über eine Kickstarter-Kampagne momentan gerade eingefädelt und Sie versuchen da Interessenten zu gewinnen. Sie haben vorhin schon verraten, es gibt eine interessante Idee, dass man in einem ganzen Büro lauter Schreibtische zusammenstellt und die dann alle hochfährt und danach hat man dann Party-Ära, oder wie ist das? Absolut, also das verstanden? Es ist nicht nur für den Heimgebrauch gedacht, es ist auch für Büros. Also wir haben zum Beispiel einen Coworking-Space, wo wir gerade ein Projekt planen, wo man mehrere Tische hat, tagsüber Einzelarbeitsfläche und man drückt auf einen Knopf, alle Tische fahren unter die Decke und ich habe Event-Space, ich habe Ausstellungsfläche, jeden Quadratmeter einfach doppelt nutzen. Und wann wird der Schreibtisch fertig sein? Genau, wir sammeln gerade Vorbestellungen für die erste Kleinserie und Auslieferung wird im Juni sein. Jetzt noch die bescheidene Frage, was muss man denn dafür ausgeben? Ja genau, also aktuell starten wir mit einem UVP von 3.900. Über Kickstarter gibt es verschiedene Angebote und genau. Gut, bedanke ich mich für die interessanten Ausführungen, für die Erklärungen. Danke, wünsche auch viel Erfolg mit diesem interessanten Schreibtisch
Floating Office, der hier auf der Heim und Handwerk erstmals in München zu sehen war, am Design Startup Stand der Messe.